4. September 1939. Eintrag in das Kriegstagebuch durch den Kommandanten. Wir hatten Fühlung zu zwei Dampfern mit jeweils 5000 Tonnen, leider ein Amerikaner und ein Norweger. Ich lasse abdrehen, bevor die Dampfer uns entdecken. Ich bin mir sicher, die funken den Tommy direkt an. Der muss nicht wissen, dass wir hier sind. Funkspruch von der Flottille. Der Ali geht von Bord, soll wohl auf die Tauchschule als Ausbilder. Wir übernehmen den Leitenden von U-28, Rendezvous AL 38, 20 Uhr. Der neue Leitende kommt an Bord. Studium Maschinenbau in Hamburg, ist dann auf der Gustloff als schiffstechnischer Offizier gefahren und seit März 39 bei der U-Boot-Waffe. 8. September 1939. Gute Sicht und ruhige See. Backen und Banken heute um 12 Uhr, habe den Smoot angewiesen, was Besonderes zu machen. Dass wir die zwei Dampfer nicht angreifen konnten, war eine riesengroße Enttäuschung für die Jungs. Was Gutes zu essen wird helfen. Rundhorchen bei AL 30, keine Kontakte. Auftauchen, weiter auf Suchkurs im Operationsgebiet. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen an Bord von U32. Wir haben einen neuen Leitenden, haben wir übernommen von U28. Das ist einer meiner treuesten Kanalmitglieder und Kanalunterstützer. Seit 22 Monaten unterstützt du, lieber Marco, bereits meinen Kanal. Und ich weiß, es gab in der Vergangenheit viele Content-Lücken und wird sie bestimmt auch immer mal wieder geben. Und du hast mir stets die Treue gehalten. Dies weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen, weil du mich auch in Zeiten, wo es privat auch nicht gerade einfach für mich war, zu mir gehalten hast. Viele haben das nicht. Sowohl YouTube-Kollegen als auch Abonnenten oder Zuschauer. Es sei ihnen gegönnt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin da niemandem böse, aber ich vergesse auch nicht, wer mir die Treue hält. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass du dich in den Kommentaren seit langem mal wieder gemeldet hast. Und natürlich bist du bei uns an Bord. Willkommen, und du hast den Posten des Leitenden, wenn es dir genehm ist. So schaust du aus. Bist schon fleißig bei der Arbeit. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Karte. Ja, also es war so, jetzt mal ein bisschen off-character gesprochen. Die beiden Dampfer, die wir beschattet haben, das war eben ein Norweger und ein Amerikaner. Ich hatte da schon eine lange Folge gestern Abend aufgenommen. Ich war übrigens, wenn ihr euch gewundert habt, dass jetzt hier so lange kein Video kam, ich war krank. Ich habe letzte Woche ich hatte 40 Fieber. Am Donnerstag, innerhalb von anderthalb Stunden, hat sich mein Gesundheitszustand rapide verschlechtert. Ich wollte mir Rogue Trader mal angucken. Ich glaube, ich habe es 20 Minuten gezockt und dann konnte ich nicht mehr und dachte so, wow, was ist denn jetzt los? Mein ganzer Körper hat angefangen zu zittern wie Espenlaub, bis ich dann eine Körpertemperatur von 40 Grad hatte. Dann hat das Zittern aufgehört. Und dann habe ich ein paar Tage was ausgebrütet, aber ich bin wieder fit. Aber ich habe zurzeit mit meiner Ausbildung, ich mache ja eine Ausbildung zum Hundetrainer, ziemlich viel zu tun. Mache dazu noch einen Lehrgang zum Verhaltensberater für aggressive, ängstliche und jagdlich motivierte Hunde. Ja, von daher kommt YouTube gerade ein bisschen kurz. Ich versuche immer mal wieder ein Video rauszuhauen, einfach um euch hier mit Content weiter zu versorgen. Ultimate Admiral Dreadnoughts wird übrigens fleißig gepatcht. Ich habe mir überlegt, bis zu einer Aufnahme von dem nächsten Video vielleicht auf einen großen Patch zu warten. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt aber vor Weihnachten auch noch ein Video. Des Weiteren ist Destroyer U-Boat Hunter released worden. Da wird es auf jeden Fall auch noch ein Video geben. Ich hoffe, ich schaffe es auch noch vor Weihnachten. Wobei ich noch ein bisschen zwiegespalten bin, wie ich dieses Spiel finden soll. Ich weiß nicht. Gucken wir uns einfach dann mal an. Aber jetzt geht es nicht um die Zerstörer, um die U-Jagdwaffe, jetzt geht es um die U-Boots-Waffe. Wir machen kleine Fahrt, das ist gut so, und wir beschleunigen mal die Zeit. Ach, ich will gerade mal eben den Funker ans Funkgerät holen, mal gucken, ob da irgendwas... Nee, okay, doch, so. London, Radio, Breaking News. Hören wir uns schauen wir uns an, wir hören uns das nicht an. Funker hört sich das an und wir schauen uns das an. Eilmeldung. 8. September. Am 8. September 1939 wurde der nicht ordierte
Kennebec von U34 mit zwei Schüssen über 70 Meilen westlich. Das ist so schlecht übersetzt. Na gut, das ist ja von einem Engländer. Vielleicht hat der Funker das schlecht übersetzt. Von Süden der Scilly Islands gestoppt, nachdem die Crew verlassenes Schiff in Rettungsboote aufgegeben wurde. Also lange Rede, kurzer Sinn, Frachter versenkt. Crew ist, also das ist nach der Prisenordnung dann quasi passiert, ne? Also Schiff wird aufgestoppt und ja, die Besatzung kann an Bord. Eine sehr humane Art der Seekriegsführung, an die die deutsche U-Bootswaffe sich zu Beginn strikt gehalten hat, muss man mal ganz klar sagen. Diese Horrorgeschichten von irgendwelchen Kommandanten, die, ihr könnt euch das mal durchlesen, wenn ihr wollt, die mit der Flak in Rettungsboote haben schießen lassen, das ist nicht wahr. Das ist so nicht passiert. Ganz im Gegenteil, es gab Kommandanten, die haben offen die Engländer angefunkt und haben gesagt, sie haben jetzt hier gerade Frachter versenkt mit einem Haufen Leuten und so in Rettungsbooten. Es wurden Rettungsboote in Schlepptau genommen, es wurden Schiffbrüchige an Oberdeck genommen, das ganze U-Boot stand dann voll mit Schiffbrüchigen, die Rotkreuzflagge wurde gehisst und die Boote wurden trotzdem von Flugzeugen angegriffen. Ne? Also die Engländer haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, auch im Ersten Weltkrieg schon nicht. Auch da wurde gegen Seerecht verstoßen. Ich glaube, die Lusitania, die hatte Waffen an Bord, Munition an Bord, auch Zivilisten an Bord und ist deswegen mit einem Torpedo dann, ich glaube, es war die Lusitania oder war das dann die Athenia? Ich weiß es gar nicht. Also das eine ist ja Lusitania, ist ja Erster Weltkrieg, Athenia, Zweiter Weltkrieg. Auf jeden Fall ist es natürlich nicht legitim, ja, ein ziviles Schiff mit Munition und ich habe hier einen Fleck auf dem Monitor, den wir mal wegmachen. Mit Munition und Rüstungsgütern zu beladen. Auch unter Rotkreuzflagge fahrende Schiffe wurden vom Engländer mit Munition beladen, ja. Also man muss wirklich sagen, die U-Bootswaffe hat sich hier stets korrekt verhalten, hat sich dann aber irgendwann dann dem frevelhaften Verhalten der Engländer angepasst. Das muss man mal so sagen, ja. Bei aller Verbrechen des Nationalsozialismus und des nationalsozialistischen Deutschlands, die U-Bootswaffe hat seinerzeit 39 sich richtig verhalten. Ja, warum denn auch nicht? Das waren Seeleute, die wollten natürlich, die nicht einfach Zivilisten da hinmorden. Dafür geht man nicht zum Militär, muss man mal so sagen. Das Problem ist dann natürlich, dass wenn ich die Schiffe nach Prisenordnung stoppe, die funken dann eben die Royal Navy an. Ja, das heißt, du bekommst automatisch Besuch dann von Flugzeugen, von Überwassereinheiten, ja, was die Sicherheit des Bootes gefährdet. Und noch schlimmer, die Engländer haben dann angefangen, diese Schiffe zu bewaffnen. Auch das ist nach dem Seerecht rechtsbrüchig. Das darf man nicht, ja. Klar, und dann haben einige U-Boot-Fahrer sich da eine blutige Nase geholt. Ne? Man stoppt die Boote dann und die tun dann die Plane vom Geschütz und eröffnen dann das Feuer. Und dann ist natürlich das Boot hoch vulnerabel. Also schießt man ein Torpedo dann mit einem Unterwasserschuss und die Leute saufen halt ab. Ja, also das muss man der britischen Seekriegsleitung da wirklich ankreiden. Der Konflikt war blutiger zu Anfangs, als er hätte sein müssen und ist damit auch schneller und unnötiger eskaliert, als es hätte sein müssen. Das ist einfach so, ja. Ist übrigens die dritte Aufnahme, die ich jetzt mache. Auch das ist ein riesiger Zeitfaktor für mich. Das ist eine Katastrophe. Ich habe viel zu wenig Zeit und nehme euch jetzt trotzdem noch zum dritten Mal was auf. Also erstes Mal war blöd, weil da irgendwie das ein Norweger und ein Ami war. Ihr könnt jetzt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist euch das egal? Dann nehme ich das nächste Mal mit rein. Aber ich dachte mir, komm, wir wollen jetzt auch mal irgendwie hier, ja, also da ist einfach 30 Minuten, 40 Minuten, habe ich mich da angenähert und gemacht und getan und dann stellte sich raus, ja, das war ein neutrales Schiff. Und dieser Knopf ist auch teuflisch. Ich habe hier dann bei der zweiten Aufnahme hier drauf geklickt, weil ich dachte, wieso Funkspruch, ach geil, klack und zack, bist du im Hafen. Ne? Also das muss ich irgendwie in den Optionen, kann ich das eigentlich jetzt hier noch irgendwie ausmachen? Geht nicht mehr, ne? Doch, Gameplay. Erweitert, wie heißt das denn? Autosave.
Autosave bei Beenden. Realistisch, ja, keine Ahnung. Naja, vielleicht kann ich mal in den Haupt, obwohl ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch verändern kann oder nicht. Ja, Rotlicht ist jetzt hier geschaltet auf meiner Karte. In meinem Zimmer habe ich leider Licht an. Ich mache mal Licht aus. Oder, ach nee, wisst ihr was? Während wir hier... Ach so, Moment, nee. Kommando zurück. Wir werden jetzt mal Brennstoff prüfen. Wir haben für 8900 Meilen Brennstoff. Ich habe mir überlegt, sollen wir hier... Kann ich das hier machen jetzt? Oder muss ich das als Mission annehmen? Das weiß ich jetzt nicht, ne? Weil Scapa Flow müsste ja hier diese Bucht hier sein. Aber es ist gar nicht eingezeichnet. Wie viel... Wir gucken mal. Wir haben bis Helgoland sind es 3000 Luftlinie. So, sind 2500. Machen wir mal 3000, mal sagen wir 4000, ja, um hier sicher zu sein. Also wir könnten eigentlich hier auch noch Patrouille fahren. Sollen wir Kurs Ost laufen? Das mit Scapa Flow mal versuchen? Und dann weiter die Nordsee noch hier patrouillieren, die britische Küste. Das wäre jetzt mal so mein Ansatz. Ich glaube, das machen wir mal. Wir nehmen jetzt hier mal ein bisschen Abstand zur britischen Insel. So, dann können wir das hier mal... Und dann werden wir ein bisschen was lesen, werden wir da hinfahren. Gerade mal gucken, ob ich hier die Dienstpläne schon angepasst habe. Jawollo. Ich habe hier jetzt nochmal zweimal jede Aufgabe gemacht. Einfach um die Navigation noch mal ein bisschen, das war immer ein bisschen zu wenig. So, also wir lesen jetzt aus dem Handbuch für U-Boot-Kommandanten. Das ist ein Nachdruck, den ich habe von 1943 mit Stempel vom Marineoberkommando drin und Adler und Hakenkreuz und alles, was dazugehört. Sind sogar handschriftliche Notizen da so mit drin. Also auch Sachen, die durchgestrichen wurden und so. Siehe Königsbefehl. Per Handschrift da rein. Weiß nicht, ob da irgendein Kommandant da drin rumgekritzelt hat. Das wäre ja irre. Also ich werde immer mal wieder jetzt aus diesem Büchlein hier lesen. Und zwar lesen wir... Da geht es um einen Unterwasserangriff. Das große Kapitelüberschrift ist der Unterwasser-Torpedo-Angriff. Grundlagen für den Unterwasserangriff ist quasi das erste große Kapitel. Und wir lesen jetzt B, Ansatz des U-Boots zum Unterwasserangriff. Das ist ein sehr schöner Text, wie ich finde. Falls ich ein bisschen stotterig lese, seid mir nicht böse, das ist auf Altdeutsch geschrieben. Ja? Also ich habe extra deswegen Licht angemacht, weil so im Halbdunkel kann ich es überhaupt nicht entziffern. Also, Kapitel A. Misstrauen und Vorsicht auf dem Marsch, solange kein Angriffsziel vorhanden ist, aber voller Einsatz beim Angriff. B. Überlegt herangehen, wenn Angriffsziele vorhanden sind. Mit zähem Willen und Standfestigkeit den Angriff wirklich bis zum vernichtenden Enderfolg durchführen. Es gibt beim Angriff oft Situationen, wo man Grund haben könnte, vom Gegner abzulassen. Diese Augenblicke und Stimmungen müssen unterbunden werden. Interessant, oder? Wir haben einen Funkspruch bekommen. Ist doch, also, ich finde es irre. Also, da werden die U-Boot-Kommandanten nochmal gebrieft, ja? Ran an den Feind, heißt das. Ja, also eingedampft. Sag ich mal inhaltlich. So, dann lesen wir nochmal den nächsten Abschnitt, bevor wir... Ah, oh, ne, der Funker. Welcome to Boat Expand. Ja, das hatten wir nun schon.
Daily Patrol. Erstmal das Funktelegramm vom BDU. Oh, das braucht ein bisschen länger. Kommandantenspruch. Ja, das scheint tatsächlich ein Kommandantenspruch zu sein. Normal geht es ja ratzifatzi, ne? Bin gespannt. Neuer Befehl. Der Feind transportiert eine sehr wertvolle Fracht auf dem Frachtschiff Den Park. Die Versenkung des Schiffes wird dazu beitragen, sowohl den feindlichen Handel als auch den Austausch von Industriegütern zu stören. Unsere momentanen Schätzung der Position ist AM571 mit einem Kurs von 216 Grad. Das Schiff bewegt sich in einem Konvoi mit einer Geschwindigkeit 7 Knoten. Das ist so verstanden. Wir werden gerade nochmal... 219 Grad waren das. Warte. Nee, Station verlassen hätte ich jetzt nicht machen müssen. Gerade mal ins Kriegstagebuch. Aber steht es da jetzt drin? Nee. Nee. Da muss da der neue Befehl jetzt auch drin stehen, oder? Hier. Genau, AM 216 Grad, 7 Knoten. So, 1, 2 Uhr, dann berechnen Sie mal Abfangkurs. Kurs setzen. Nee, das wollte ich jetzt gerade nicht. So, ungefähre Position reicht, ja. Was war das jetzt? Verdammt, Basti, 219 Grad. Na, war noch 219, oder? Naja, ich und mein Kurzzeitgedächtnis, ey. Was ist das? Hier. Da müsste das sein. 216 Grad, okay. 7 Knoten. Na komm. Machen wir es so. 7 Knoten. Boah, da jetzt ein Abfangkurs. Das ist bitter. Kurs auf diese Koordinaten. So, beide große. Zu Befehl. Das verbraucht jetzt viel Brennstoff. Okay, Abfangkurs. Wir haben hier... Kann ich das jetzt irgendwie mit der Tabelle da irgendwie sinnvoll rechnen? Das ist ja letzten Endes nur für Feuerleitlösung, ne? Das ist... von der Scale her einfach zu wenig. Ich vermute mal, wir können irgendwie so. Jawohl. 7 Knoten, wir laufen jetzt 11. Ja, mehr will ich auch nicht. Also mit AK-Fahrt dampfen wir da jetzt nicht hin. Das ist mir zu krass. Gucken mal. AK wären 17 oder 18 Knoten, ne? Also sagen wir, sind doppelt so schnell. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ach, leck mich doch. Jawohl. Doppelt so schnell. Also werden die so 300 Kilometer oder so. 350. Ich würde es jetzt mal so schätzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Das stimmt natürlich nicht ganz, ne? Also, wenn es annähernd stimmt, dann bin ich schon happy. Okay. Dann lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller laufen, wenn wir dahin fahren. Lesen wir weiter. Ne? Also,
Misstrauen, Vorsicht beim Marsch, aber sobald wir den Gegner sehen, ran an den Feind, ja, und dann sich auch nicht von irgendwelchen Überlegungen abbringen lassen oder so, man hätte später nochmal eine bessere Chance. Wenn wir den Gegner sehen, weil das ist wichtig, ich habe euch ja gesagt, dass die U-Boot-Kommandanten damals immer versucht haben, bei Nacht anzugreifen. Das stimmt nicht. Zumindest nicht, wenn man hier nach dem Buch geht. Wie die Kommandanten das in der Realität dann umgesetzt haben, ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack, ne? Fakt ist auch, bei einem Geleit ist es anders als bei einem Einzelfahrer, ja? Also das, was ich jetzt vorlese, das würde ich auf einen Einzelfahrer beziehen. Bei einem Geleit heißt es selbstverständlich Fühlung halten, die anderen Boote heranführen und nachts dann vor den Konvoi setzen, tauchen, im Konvoi auftauchen und da Bambule machen, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das bezieht sich jetzt auf Einzelfahrer oder auf kleine Gruppen, 2, 3 Schiffe oder so, ne? Ohne Sicherung und so weiter. Und da lag ich falsch. Ich dachte, auch da würde man auf die Nacht warten. Aber nein, es geht weiter nämlich. C. Nie sich dem Selbstbetrug hingeben, im Augenblick nicht angreifen oder nicht mit aller Zähigkeit am Gegner dran zu bleiben, weil man hofft und glaubt, später an anderer Stelle ein besseres Angriffsziel zu finden. Was man hat, das hat man. Aus solchen Überlegungen heraus keinen Brennstoff sparen wollen. Ja, also, ne, jetzt ist hier Schluss mit Brennstoff sparen. Wenngleich wir jetzt noch nicht am Feind stehen, ne, also das ist natürlich gemeint, wenn man hier wirklich eine Rauchsäule sieht am Horizont. D. Nur bei zwingender Notwendigkeit den Angriff hinauszögern, zum Beispiel in der Abenddämmerung, falls es für den Unterwasserschuss bereits zu spät ist, um dann nach Einbruch der Nacht über Wasser sicherer und besser angreifen zu können. Das wäre zum Beispiel ein Thema gewesen für unseren letzten Kontakt, ihr erinnert euch, es war so 16.30 Uhr, glaube ich, oder so. Also da muss man dann schon überlegen, schaffen wir das vor der Abenddämmerung noch, weil ein Unterwasserangriff in der Abenddämmerung verbessert nicht unbedingt die Schussunterlage, ne? Also wenn man das tagsüber nicht mehr zum Schuss kommt, dann warte auf die Nacht und fahr eben einen sauberen Überwasser-Nachtangriff. Aber ansonsten tauchen und Torpedo los, ne? Also das ist so das, was ich da rauslese. Muss man aufpassen. Mein Hund hat sich zu meinen Füßen schlafen gelegt. E. Bei jedem U-Bootsschuss muss bei Tage und Nacht versucht werden, unter Ausnutzung aller Möglichkeiten in Ruhe sichere Schussunterlagen zu erfassen. In Klammern, Auswanderungsverfahren mit Hilfe der festen Linie. Da werden wir nochmal gucken, was das ist. Das weiß ich jetzt noch nicht. Komma, größer werden der Masten bei bekannter Höhe mit Hilfe der 1/16-Einteilung. Ist das, glaube ich, das, was wir da am Seerohr machen, ne? Diese Entfernungsmessung. Ausdampfen von Kurs und Fahrt über Wasser bei Tag und Nacht. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Klammer zu. Nicht sofort und aufs Geratewohl schießen. Damit werden keine Erfolge erzielt. Also hier bremst man dann wieder den U-Boot-Kommandanten, ja? Sagt ran an den Feind, aber sorge dafür, dass der Torpedo auch ins Ziel läuft, ne? Weil ein Torpedo ist A, verantwortlich für die Seeausdauer des Bootes und ein Hightech-Waffensystem, der verdammt teuer ist. Es ist heute immer noch so, Torpedos sind State-of-the-Art-Waffensysteme, ne? Also super teuer, super wertvoll. F, nicht aus aussichtslosen Lagen schießen, Nerven behalten und warten, um entweder bei Tage, falls die Helligkeit noch langt, durch ein erneutes Vorsatzmanöver einen zweiten Angriff anzusetzen oder aber, um nachts anzugreifen. Ja, also wenn wir getaucht sind und wir sind uns nicht sicher, dass der Torpedo jetzt sein Ziel trifft, dann lassen wir den Gegner passieren, tauchen außerhalb seines Sichtkreises auf, fahren ein Vorsatzmanöver, tauchen erneut oder warten die Nacht ab und schießen nachts über Wasser. Ja, mal im Kopf behalten.
Nochmal zur Erinnerung, wir spielen hier ein Computerspiel, das haben die Kommandanten damals nicht gemacht, ja, und wir denken uns so, ach ja, hier, kill, 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 auf geht's, ja, komm, schieß, der wird schon treffen, scheiß drauf, da muss man von weg, wenn man versuchen will zu verstehen, wie der U-Boot-Krieg damals funktioniert hat, ne, und wie gesagt, ein Frachter mit 5500 Tonnen zu versenken, ist ein extrem wichtiger Erfolg, ja. Das mag uns hier im Spiel nichts bedeuten, ja, so ein, ach, nur der kleine Frachter, ja, nicht das große Schlachtschiff, nicht der Flugzeugträger oder so. Aber man muss bedenken, ein Frachter, der 5000 Tonnen laden kann, diese Ladung kommt ja nicht an. Es fehlen 5000 Tonnen Lebensmittel, Verpflegung, was auch immer, ja. Und die Kapazität, diese 5000 Tonnen zu transportieren, sind ja auch erstmal weg. Das dauert ja eine Weile, ja. Bis das wieder gebaut ist und die Besatzung ausgebildet ist und so weiter, ja? Also ein Riesenerfolg, einen Dampfer mit 5000 Tonnen zu versenken auf einer Feindfahrt. Ist natürlich besser, wenn du 7 Schiffe versenkst. Aber wie gesagt, ja, da muss man mal realistisch sein. Also es gab auch Feindfahrten, wo nichts versenkt wurde, ne? Der nächste Absatz bezeugt das nochmal, ja, also wie wichtig eine Versenkung ist. G. Besonders schwierige Ziele für das U-Boot sind Zerstörer wegen ihrer hohen Geschwindigkeit und verhältnismäßig geringer Ziellänge und U-Boote wegen ihrer niedrigen Zielhöhe, in Klammern schwierige Entfernungsmessung, und ihrer für die Längenschätzung ungünstige Überwasserform. Geht weiter. Daher kommen auf Zerstörer und U-Boote, ich weiß nicht, ob ihr hier schon mal ein U-Boot angegriffen habt, nur sichere Schüsse, das heißt aus geringer Entfernung, in Frage. Keine Einzelschüsse, Fächerschießen, ja? Ganz klare Anweisung. Schießt ihr auf einen Zerstörer. Und jetzt seid mir ehrlich, wenn ihr hier U-Boot zockt und ihr habt so einen Zerstörer vom Rohr, schießt ihr da einen Viererfächer, weil ihr denkt ja als Gamer und sagt euch, nee, spare ich mir, der eine Torpedo, der trifft auch. Die Chance, einen Zerstörer zu versenken, ist so enorm wichtig, dass sie unbedingt zu nutzen ist. Das Oberkommando der deutschen Kriegsmarine macht das hier klipp und klar. Klar, ja, schießt ein Viererfächer auf einen Zerstörer. Das würde hier im Game niemand machen, weil man denken würde, das schieße ich auf ein Schlachtschiff, aber doch nicht auf einen Zerstörer. Aber man bedenke, einen Zerstörer zu bauen und die Besatzung auszubilden, ja, das ist ein unglaublicher Ressourcenaufwand und Zeitaufwand. So, last but not least, letzter Teil dieses Kapitels. Im Kriege ist man im Allgemeinen stets weiter ab, als man glaubt, besonders nachts. Also, durchhalten und nahe herangehen. Nahe Schussentfernung gibt auch die größere Sicherheit für das eigene Boot. In der Nähe der eigenen Schiffe wirft die feindliche Sicherung zunächst keine Wasserbomben. Also, da sagt man auch nochmal dem Kommandanten, Ruhe bewahren, bleib cool. Und auch wenn du jetzt meinst, du bist nah genug, du kannst jetzt schießen, du kannst noch näher ran. Und wenn du näher rangehst, hast du sogar eine größere Sicherheit. Und das ist genau das, was gemacht wurde, ja. Also man hat sich vor das Geleit gesetzt, ist getaucht, auf die Nacht gewartet, ist nachts in dem Geleit aufgetaucht, inmitten des Geleits, hat auf Entfernungen geschossen von 500 Metern. 800, 500 Meter, ja. Also ich glaube, bis 400 Meter, 300 oder 400 Meter durfte geschossen werden. Das ist nicht weit. Das ist eine Tartanbahn in einem Stadion, ja. Weiter ist das nicht. Aber wer schon mal nachts auf See war, der weiß, man sieht nichts, es sei denn, der Mond scheint. Ja, aber man sieht einfach, das ist das perfekte Schwarz, ja, draußen auf See. So, wir gucken uns mal den Funkspruch an. Ja, finde ich super spannend. Ne? Also, und da nimmt man auch nochmal dem Kommandanten die Sorge und die Angst. Mach das ruhig, du bist sogar sicherer, wenn du nahe der Frachtschiffe bist, ja, weil da werden die, also A, können die deinen Standpunkt nicht ohne Gefahr anzulaufen, ohne Gefahr die eigenen Schiffe zu rammen und zu kollidieren mit denen. Und man wird auch keine Wasserbomben reinwerfen, weil man einfach die Gefahr läuft, die Schiffe zu beschädigen. Hochspannend, wie ich finde. Zu Befehl.
So, auch das, Kommandantenspruch. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Bin sehr gespannt. Ja, super spannend, oder? Ich werde jetzt, wie gesagt, immer mal so ein Kapitel, wenn wir dann Überwasser, Unterwasser angreifen, werde ich dann was zum Unterwasser, Überwasserschuss erzählen. Ich werde was zum reinen Bug, zum reinen Heckschuss, zum Winkelschuss, zum RW-Schuss, also zum Rechtwinkelschuss sagen und so weiter. Der Bericht von BDU heißt, dass die kanadische Regierung auch den Krieg gegen Deutschland erklärt hat. Okay, wir sind mit Kanada im Krieg. Also das haben wir ja schon hier. Weiß nicht, warum wir das jetzt nochmal machen müssen. Ei, Herr Kaloy. Mal Versenkungsberichte. Nochmal was zur historischen Akkuratesse. Das würde jetzt vom BDU nicht durchgegeben werden, ja, sondern das senden die Boote, da hören wir ja auch mit. Also das ist keine Nachricht vom BDU. Handelsschiff Goodwood, 2800 Tonnen. Position 15856. Handelsschiff Magda Pur. 8600 Tonnen. Bestätigt. Und das können wir uns dann nochmal von London bestätigen lassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das halte ich hier auch tatsächlich, ups, das habe ich rausgescrollt, ich will dann immer den Text runterscrollen und scroll raus. Also das halte ich tatsächlich auch für einen historischen Fehler, dass man hier sagt, London schickt das hier über den Funk oder auch übers Radio oder so. Oh, wir haben hier einen neuen Kurs. So, ich glaube, wir können einfach jetzt so machen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann können wir unseren Kurs mal korrigieren. Also, dieses ganze Ding mit Pressefreiheit und diesen ganzen Kladderadatsch, was wir in Friedenszeiten zum Glück genießen können, seid euch sicher, im Kriege wäre das auch bei uns vorbei und so war das auch in England, ja. Also die Verlustzahlen in der Atlantikschlacht waren Verschlusssache, ja, weil das einfach ja, die Moral der Bevölkerung gefährdet. Ja, habe ich so ganz gut gemacht. Legen Sie den Kurs an. Ist da ungenau. Wie viel Uhr haben wir? Wir treffen jetzt am Tage mit denen zusammen. Wir sollen da ein Schiff rausschießen, ja? Meine Herren, das wird spannend. Bestätigt. Guck nochmal, wir haben nochmal Versenkungsmeldungen. So, 11. September. Ich habe überhaupt keinen Kriegstagebucheintrag mehr gemacht, ne? Das muss auch noch besser werden. U30. Was? Wurde der unberufliche und unbewaffnete von U30 mit dem Maschinenpfannfeuer. Also diese Übersetzung ist ja, also, das ist eine Vollkatastrophe. Feuerte Muscheln aus ihrer Deck. Was? Ist es ein Gag? Ist es irgendwie ein Aprilscherz? Oder nach 5 Uhr feuerte das U-Boot 18 Muscheln? Was? Hä? Nachdem die Crew das Schiff in 2 Rettungsbooten verlassen hatte, wurden sie mit einem Torpedo gesunken. Mit 2 Flaschen Gin und Zigaretten versorgt. Das ist super. Für Furby Position. Nun gut. Dann machen wir mal. Was ist der Konvoiname? OB 1939 Q3. Send auf. OB 1939. Ich muss das jetzt schon, vergesse ich das. So.
sind auf Abfangkurs für feindliches Geleit. OB so 1939 Q3 erwartet Zusammentreffen in circa in zwei bis drei Stunden, ich habe keine Ahnung. Stunden. Ich überlege gerade was. Das heißt, wir sind nördlich, stehen dann nördlich vom Feind. Na, er ist jetzt halt so ein bisschen ungünstig, unsere Position, was den Angriff angeht. So, das soll erstmal reichen. Na, wenn wir dann, ne, wir stehen sogar fast westlich dann vom, also wenn, ne, hier sind wir, nordwestlich. Weil wenn wir gegen Abend, dann scheint uns dann die Sonne an. Das versucht man natürlich zu vermeiden. Wir werden den Kurs mal korrigieren. Legen Sie den Kurs an. Also sinnvoll wäre es eigentlich, sich vor das Geleit zu setzen. Und von hier aus anzugreifen. Legen Sie den Kurs an. Kann man. Oder nein, wir bleiben auf großer, was soll's. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Was ist denn eigentlich, wenn wir hier Nachschub anfordern? Können wir da auch Brennstoff anfordern? Also Milchkühe gab es ja 39 noch nicht, ne? Funkübertragung abgebrochen. Oh, krass. Okay. Ja, Schiedwetter. Ah, Funker gibt, es gibt Erfahrung hier. Ach du Schande, was haben wir denn hier für ein Sauwetter? Aber für uns gut, mal gucken, wie das nachts ist. Ja, ich häng fest. Spannend. Legen Sie den Kurs an! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh, Funker, der muss unbedingt auf den Bock. Scheiße. Na, wir werden dann eh nochmal Fühlung halten. Dann soll der 1BO kurz ans Funkgerät für die Message dann an BDU. Befehl. Versenken Sie den Park. Kontakt in der Nähe. Wir befinden uns in einem Gebiet, in dem wir Einheiten vermuten. Tauchen Sie ab und horchen Sie. Nutzen Sie aufgetauchtes. Okay. Gut. Auf 50 Meter gehen. Tauchen auf 50 Meter. Fluten. Na komm. Der Kommandant horcht persönlich.
kann der Funker nämlich noch auf dem Bock bleiben. So. Beide Maschinen stopp. Ich mach mal lauter. Damals. Mal sagen, so peilt der. Ja, wird's leiser. Ja, wird's leiser. Er ist direkt voraus. Guck mal, wie der auswandert. Zwei Schiffe, würde ich sagen. Oder? Wandert er nach links? Kann er eigentlich nicht, der muss ja nach rechts wandern. Da wird's leiser. So, beide halbe Fahrt. Oder 20 Grad Backbord. Nee, ist falsch. Steuerbord. Oder 20 Grad Steuerbord, Entschuldigung. Beide größer. Schiffe. Was? Schwer zu sagen. Oder mit Schiffs. Da ist ein anderer, ist ein anderes Geräusch mit dabei. Jetzt haben wir sie hier liegen. War ganz schön weit gedreht jetzt, ne? Ja, ist doch gut. Oh Mann, ich muss das nochmal besser lernen, diese Tasse so auftauchen. Tanks anblasen! Huch, wo ist unser Boot? Läuft ja ungefähr den Kurs, ne? Ja. Ist nicht so schlecht. Wechseln auf
auf Dieselmotor. So, Tumluk ist frei. Hey. Oh, Kommandant auf Brücke. Da, Rauchsäule. Alter. So. Ach du Scheiße. Von wegen. Drei Schiffe. Sicherungseinheiten. Okay, also, das Erste, was man macht in so einer Situation, ist die Silhouette des U-Boots verringern. Haben zum Glück beschissene Sicht. Das ist schon bitter hier. Was jetzt? Werden wir beschossen oder was? Scheiße, ist der Funker im Arsch, ne? Weil der. Scheiße. So, LI in Maschinenraum. Jawohl. Schneller, schneller! Das können wir nicht. Ah, ne, doch, ich muss hier noch den Mannequin zuweisen. Ich denke mal, der ist schon zugewiesen, ja? Herr Kaloy. So. Ist das nicht hier Mannschaft? Oh, hier. LI, Leitender. Zack. Und du genauso. So, wir werden mal versuchen, jetzt irgendwie hier einen Kurs zu bestimmen. Aber ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Kurs 260 Grad werden wir mal machen. Oh, Basti, ich drücke immer das Falsche, ne? 260 Grad. 263. Legen Sie den Kurs an. Und AK-Fahrt. Eieiei. Gleich so eine fette Geleitzugschlacht, ey. Alter Vater, ey. Natürlich, jetzt ist das natürlich Stoff für die nächste Folge, ne? Ja, also da gilt es jetzt, die Silhouette zu verringern. War ein bisschen das Problem. Ups. Dass uns die, seht ihr das? Dass uns die Sonne. Deswegen war ich in Sorge, wie wir jetzt hier angreifen. So scheint uns halt die Sonne an. Wenn wir mal gucken. Das, so sieht uns der Gegner, ne? Seht ihr die Reflexionen und so? Auch fürs Seerohr ist das scheiße, ja? Weil da durch die Optik halt kann halt ein Sonnenstrahl dann. Seht ihr? Das ist nicht cool. Also man greift dann immer aus der Sonne an. Das ist genau wie bei der Luftwaffe auch. Wir werden uns jetzt vor das Geleit setzen. Und im Geleit auftauchen dann. Boah, müssen wir echt das lange beschatten. So viel Sprit haben wir halt nicht, ne? So. Was haben wir denn da für eine Peilung eigentlich? 210 Grad. So.
mehrere Rauchsäulen am Horizont. Peilung. Was war das? 210? 10 Grad. Großes Geleit. Halten. Fühlung. Und warten auf die Dunkelheit. Oder? Ist halt jetzt, da müssen wir eine ganze Weile, aber vielleicht werden da auch noch andere Boote rangeführt. Ja, kann ja sein. Warten auf die Dunkelheit. Laufen mit AK 263 Kurs 263, um aus dem Sichtkreis zu kommen. Gleich eine Geleitzugsschlacht. Was ist denn das für ein Schiff hier? Militärisch. Korvette ist es nicht. Gripsy Class. Nee. Muss aber. Doch. Nee, aber der hat nur einen Turm. Achso, ich bin bei Korvette. Ah, okay. Kreuzer. Zerstörer da. Tribal Klasse. Ja, kann sein, dass er das. Ja, ja. Ja, das sind 1800 Tonnen. Ups, was ist jetzt passiert? Huch. Boah, krass. Da ist noch ein zweites Sicherungsfahrzeug. Das ist ein Ami. Sieht so aus. Das ist ein Engländer hier. Alarm! Auf Gefechtsstation! Warum denn Alarm auf Gefechtsstation? Überhaupt nicht. Das würde ich auch gern selber entscheiden. So, wir können jetzt auch mal hier den Kurs berechnen. Und zwar machen wir da jetzt langsamer Fahrt. Kurs setzen. Alarm abgebrochen. Legen Sie den Kurs an. Na, wo bist du? Aber wir müssen auch mal hier Druckluft. Jawohl, Herr Kaloy. Boah, ein Funker haut sich bitte auf den Bock. Das ist nicht cool. Na, komm schon. Aber wir haben echt eine schlechte Sicht, ne? Also die Frage jetzt, wen ich gemarkert hatte. Ich glaube, ihn hier, ne? Das ist ein fetter Brocken hier. Sehr spitze Lage hier.
Gott, nächste Folge wird sehr aufregend, Leute. Ich habe noch keine Gleitzugschlacht gemacht hier in diesem Spiel. Das wird sehr aufregend. Und da können wir dann aber ruhig uns ein bisschen abarbeiten dran, ja? Also auch mal speichern und laden, wenn es schief geht und so. Einfach, um hier echt mal was zu lernen. Ihr erinnert euch, das ist ein Let's Learn. Also zwei Sicherungseinheiten sehe ich bis jetzt. Aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auch noch einer, ne? Ja, das ist auch ein Frachter. Vielleicht haben wir ja Glück und es sind nur zwei. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir noch ein paar Boote ranführen. Fettes Geleit. Vor allen Dingen auslaufend. Das ist ganz cool. Jetzt laufen die ja langsam auf uns auf. Das ist halt die Frage jetzt, ja, wenn ich da jetzt wieder ein Schiff sehe, ob ich dann das gleiche sehe, was ich hier auch gemarkert habe. Stopp. Ich cheate jetzt hier mal so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ob der das ist. Naja, aber es stimmt schon ungefähr, ne? Ja, dann warten wir auf die Dunkelheit, Leute. Ganz klar. Da warten wir auf jeden Fall auf die Dunkelheit. Weil da kann ich auch mal ein bisschen üben, ja, wie sind da so die Sichtweiten? Und da werde ich wahrscheinlich dann auch ein bisschen laden und speichern. Einfach mal ranfahren, gucken, was passiert denn da überhaupt, wenn die mich sehen und wann sehen die mich? Kann ich da wirklich, wie man das dann in echt gemacht hat, auf 800 Meter ran oder so, ne? Das weiß ich halt alles gar nicht. Oh, die Sicht ist aber besser jetzt. Uzo. Dann schlag zu hier. 1-2-O. Okay, dann nehmen wir den 1-2-O. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich finde das ein relativ fetter Brocken für 39. Sicherungsschiffe bis jetzt nur zwei gesehen. Und das, glaube ich, ne, ist ein Zerstörer. Wahrscheinlich einer links, einer rechts, kann das sein? So einer, ne? Das wäre natürlich schon ganz nice. Der ist ja auch einfach leichter zu treffen. Nun gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Schnitt. Und werden dann das noch weiter... Also hier Füllung halten. Wir müssen ein bisschen auf Brennstoff achten, ne? Das ist obwohl. Aber stand ja im Handbuch, kein Brennstoff sparen. So, das können wir mal wegmachen. Das auch. Und dann machen wir das mal hier. 263, ne, haben wir gesagt. Grob. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Also jetzt geschichtlich meine ich, durch mein Vorlesen.
Und ich hoffe, wir lernen nächste Folge, wie man hier einen Geleitzug erfolgreich angreift. Und ich hoffe mal, dass wir zwei oder vielleicht sogar drei Schiffe da rausschießen können. Ob wir jetzt dann irgendwie auch das Schiff finden, was ich versenken soll, da muss ich mal gucken. Aber das ist für mich erstmal sekundär. Wichtig ist erstmal, dass wir hier mit einer schönen Taktik dann irgendwie hier angreifen. Und ich hoffe mal, dass hier irgendwelche Boote in der Nähe sind, die uns hier unterstützen können. Und ich hoffe auch, die Besatzung ist bis dahin fit, aber das sieht doch ganz gut aus. Ihr Lieben, ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.